Das ist jetzt ein bisschen schade für Herrn Jacobs, dass der Saal doch relativ dünn besetzt ist, aber ich glaube, das wird uns nicht daran hindern, eine interessante Debatte auch im Anschluss zu haben. Hans-Jürgen Jacobs darf ich Ihnen kurz vorstellen. Er ist einer der renommiertesten Wirtschaftsjournalisten in Deutschland, hat jahrelang für den Spiegel gearbeitet und ist auch in der Wirtschaftsredaktion von der Süddeutschen Zeitung der Chef gewesen und von der Online-Redaktion, bevor er dann zum Handelsblatt gewechselt ist, wo er auch Chefredakteur war bis 2015. Und hat quasi dann auch auf diesen Pool an Journalisten beim Handelsblatt zurückgreifen können, wenn ich das richtig verstanden habe, bei dieser Publikation, die ja mit 700 Seiten doch sehr stark ist und zu einem großen Teil auch aus sehr, sehr interessanten Biografien von Vermögensverwaltern und Staatsfondsleitern besteht. Vielleicht kann ich Herrn Jacobs gleich zu Beginn quasi fragen, wie man auf diese Idee gekommen ist, eine solche Publikation zu machen. Waren das die berühmten 30 Milliardäre, die dann jetzt nur noch 8 Milliardäre sind? Das fände ich mal interessant. Aber für uns ist es wirklich wichtig, mal zu betonen mit diesem Vortrag, wo viel über die Macht von Politikern gesprochen wird, von Donald Trump bis Angela Merkel, wo sehr viel über Banken gesprochen wird und über Milliardäre. Und die Gruppe, die Branche der Vermögensverwalter und der Staatsfonds wird quasi komplett übersehen und vor allen Dingen ihre Macht global Wirtschaftstendenzen zu beeinflussen durch Investitionsentscheidungen, die vielleicht zurückgenommen werden aus bestimmten Branchen, wirklich sehr viel mehr möglicherweise Macht global zu haben als die genannten Politiker. Das war für uns das Interessanteste, was wir uns sagten. Da wollen wir Herr Jacobs doch einmal hören. Ich darf Sie bitten zu beginnen. Danke. Ja, schönen guten Tag. Erst einmal Bonjour. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es tut mir leid, den Vortrag nicht auf Französisch halten zu können. Da müsste ich noch ein paar Übungsstunden buchen. Ja, vielleicht ist es im nächsten Jahr soweit. Trotzdem schön, dass Sie da sind. Eine sehr charmante Idee, zum Land zu diskutieren, sich mit neuen Gedanken vertraut zu machen. Und das könnte man in der Tat öfters so haben. Sie haben mich ja gefragt, warum gibt es dieses Buch? Es ist ganz banal, profan, weil ich gerne spazieren gehe, gibt es dieses Buch. Ich habe mit dem Verleger Wolfgang Ferschel, der für den Knaus Verlag arbeitet, öfters mal Verabredungen und wir gehen dann gerne in München im Englischen Garten und besprechen Themen und versuchen uns gegenseitig zu inspirieren. Und bei einer dieser Gelegenheiten vor 3 Jahren schon haben wir darüber gesprochen, es wäre doch mal schön, einen Überblick zu haben über die wirklich mächtigen der Finanzbranche, des weltweiten Kapitalismus, weil man hier überhaupt keinen Überblick hat. Herr Ferschel, der Verleger dieses Buches, hat in den 90er Jahren in Deutschland einen großen Erfolg gehabt mit dem Buch »Wem gehört die Republik?« Das war eine Aufzählung der großen Konzerne und man hat geschaut, wie sind denn da die Machtstrukturen, wer steckt dahinter, wer beeinflusst das Geschehen. Und wie gesagt, das hatte eine große, große Wirkung. Und die Deutschland AG, wie Sie das kennen, die ist tot. Deswegen ist ein Buch, wem gehört die Deutsche Republik, auch nicht mehr so interessant. Was wir jetzt haben, ist nicht die Deutschland AG, sondern ich sage dazu der BlackRock-Kapitalismus. Ja? Die Macht großer Fonds, großer Vermögensverwalter, die netzwerkartig die Weltwirtschaft, den globalen Kapitalismus organisiert. Die früheren Größen der Deutschland AG, weiß ich nicht, ob Sie so mit den Details von Deutschland vertraut sind, aber da gab es 3 Mächte. Das waren die Deutsche Bank, das war die Allianz und das war die Münchner Rückversicherung Munich Re. Und die waren an wichtigen Industriekonzernen beteiligt, diese 3, und auch gegenseitig verflochten und haben Aufsichtsräte beschickt und waren so in den 60 wichtigsten deutschen Konzernen eigentlich bestimmend. Daimler-Benz, Siemens, Linde, alles Mögliche. Hier sind die eigentlichen Entscheidungen gefällt worden. Wer wird CEO? Wo wird investiert? Es ist ein Zeichen der Zeit, dass es das nicht mehr gibt. Das hängt damit zusammen,
dass wir eine Globalisierung haben, dass wir eine neue Orientierung ab den 90er Jahren im Kapitalismus haben, Shareholder Value, also Börsenwert schaffen und eben eine viel stärkere internationale Verflechtung. Die Regierung von Gerhard Schröder, ein Sozialdemokrat, hat dann effektiv werdend am 01.01.2002 den Verkauf von Beteiligungen steuerfrei gestellt. Und das war sozusagen die Initialzündung. Deutsche Bank, Allianz und Munich Re haben sich dann getrennt von den Kapital, von den Beteiligungen und haben steuerfrei hohe Verkaufserlöse erzielt. Und in diese Lücke hinein sind die neuen Global Player getreten, die neuen wichtigen Akteure der Weltwirtschaft. Und die wollen wir zeigen in diesem Buch. Unsere Ausgangsthese war, es wird viel über Kapitalismus geredet und diskutiert, aber wenig über Kapitalisten. Wer sind die Leute, die Entscheidungen fällen über Milliarden oder sogar Billionen, die in Märkte hineingehen, in Volkswirtschaften, die einen großen Einfluss haben? Denn wir reden viel über die CEOs, die präsentieren sich, ja, die haben ihre Bilanzpräsentationen. Wir reden auch ein bisschen noch über Aufsichtsräte, die man bei Hauptversammlungen erleben kann. Aber die Ebene dahinter, auf die es ankommt, die Ebene der Investoren, der Eigentümer, der Kapitalisten, die bleibt seltsam unbeleuchtet, von ein paar prominenten Beispielen abgesehen. Aber die Mechanik der Weltwirtschaft ist nicht bekannt. Und unser Ansatz war, dies über die Leute, über die Personen zu erklären, die man ja in diesem Inside-Geschäft auch erleben kann, die man in Davos erleben kann, bei großen Konferenzen, wo sie miteinander zu tun haben und eben strategisch wichtige Weichenstellungen vornehmen. Das ist der Ansatz dieses Buchs, es will aufklären. Es will aufklären über die Weltwirtschaft und will in einem Zeitalter, wo wir viel von Post-Truth und alternativen Fakten, all diesen Dingen etwas hören, Fake News, will etwas entgegensetzen, will Fakten entgegensetzen. Und zwar in einer Form, dass man es nachschlagen kann, dass man sich klar orientieren kann. Dieses Buch hat zwei Teile. Im ersten Teil wird analysiert, wo kommt das Kapital her, wo entsteht es. Also das sind die einzelnen Finanzkategorien von Vermögensverwaltern über Pensionsfonds, Staatsfonds, Hedgefonds, Private Equity Firmen und dann die Familienmilliardäre, nenne ich die mal. Und im zweiten Teil analysieren wir die Gütermärkte, die großen marktbeherrschenden Konzerne weltweit, ja, in den einzelnen Kategorien, Auto, Pharma, Chemie und so weiter, die Top 10, wer steckt dahinter? Wer sind Eigentümer? Gibt es da noch Familienunternehmer? Haben die noch irgendetwas zu sagen? Oder sind das auch Fonds? Sind das Staatsbetriebe? Ja, das versuchen wir systematisch zu analysieren und haben dann auch noch eine, haben unterteilt, wie transparent sind diese Firmen, wie ist das ethische Verhalten. Und im dritten Teil versuchen wir dann Schlussfolgerungen zu ziehen, eine Zusammenfassung zu geben und einen Ausblick zu wagen, was eigentlich passieren müsste. Das ist das Konzept dieses Buchs. Und die Resonanz war erheblich. Es war mehrere Wochen im Spiegel, in der Bestsellerliste. Bei vielen Gesprächen spüre ich, dass es einen großen Bedarf gibt, darüber mal aufgeklärt zu werden, was das eigentlich bedeutet. Geld regiert die Welt, okay, aber welches Geld regiert die Welt? Das interessiert die Leute. Sie haben das Gefühl, dass dort in diesen 25 Jahren intensiver Globalisierung sehr viel an Zusammenballung von Vermögen und auch an sehr viel Zusammenballung an Finanzen und an Macht zu erleben ist, worüber, wie gesagt, kaum diskutiert wird. Und das Ganze vor dem Hintergrund einer starken Expansion, nach wie vor einer starken Expansion des Finanzwesens. Wenn wir über den Weltkapitalismus reden, dann reden wir vor allen Dingen über das Finanzsystem. Dieses Finanzsystem ist über die Jahrzehnte riesig stark angewachsen. Das sehen Sie jetzt hier an dieser
an dieser Grafik. Links, das ist der ganze Blau, das ist der Finanzbereich und rechts Ocker, das ist die Realwirtschaft, die reale Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Links das Geld und rechts, das ist eigentlich das, was mit dem Geld ja finanziert werden soll. Wir reden ja immer davon, dass die Banken eine dienende Funktion haben, des Wirtschaftssystems. Gerade nach der letzten Finanzkrise haben wir immer wieder das gehört. Was Sie hier sehen, ist eine Autonomie des Finanzbereichs. Ein starkes, explosives Wachstum. Sie sehen, 1990 haben wir hier ein Volumen von 56 Billionen im Finanzbereich zu 23 Billionen Realwirtschaft. Das ist irgendwie 2:1, vielleicht noch darstellbar. Davor, 1980, war es 1:1. Aber schon 2000, Sie erinnern sich, was da alles war, New Economy, ja, das Aufpumpen der globalen Wirtschaft, haben wir ein Verhältnis von 119 Billionen zu 33 Billionen. Also haben wir hier schon 3:1. Und inzwischen sind wir beim Verhältnis 4:1. Zwar knapp 200, das sind die Zahlen für 2015, knapp 270 Billionen Dollar zu einer realwirtschaftlichen Größe von 73 Billionen Dollar. 4:1. Und mit jeder Maßnahme der geldpolitischen Lockerung, die wir erleben, die von den Zentralbanken, eine Politik, die von den Zentralbanken vorgenommen wird, ist hier die Voraussetzung, steigt die Voraussetzung, dass dieser Blaubereich noch größer wird. Weil Geld ist billig, kostet nichts. Man kann sich wunderbar verschulden. Und man gibt neue Verschuldungspapiere raus, um irgendetwas zu kaufen oder die Verschuldung mit neuen Verschuldungspapieren abzusichern. Hier ein praktisch zügelloses Wachstum hier. Und auf der anderen Seite fehlt es uns an Produktivität, fehlt es uns an Firmen, die Märkte erobern, an realem Wachstum, ja, das sich in realen Zuwachsgrößen ausdrückt und für Beschäftigung sorgt. Das Problem ist immer die Beschäftigung. Im Finanzwesen ist es so, wenn Sie nach Amerika schauen, da werden 25 Viertel der Gewinne in der amerikanischen Wirtschaft entstehen im Finanzbereich. Aber hier liegen nur 4% der Jobs. Ja, und dieses System befriedigt sich selbst, es wird immer gespeist mit billigem Geld, aber es sorgt nicht mehr für genügend Beschäftigung und für genügend Zukunftsinvestitionen. Und das ist, glaube ich, die kritische Stelle des Systems im Augenblick. Und alle versuchen ja, das Geld von dem Finanzbereich in die Realwirtschaft zu transferieren, dass hier mehr passiert. Damit sind wir bisher nicht viel weitergekommen. Wir haben in diesen 25 Jahren Globalisierung ganz neue Player, die es vorher gar nicht gab. Und an erster Stelle zu nennen sind hier eigentlich die Vermögensverwalter, Asset Management Firmen. Sie haben insgesamt 76 Billionen Dollar verwaltetes Vermögen. 76 Billionen verwaltetes Vermögen. Das ist etwas mehr als die gesamte Realwirtschaft, die gesamte Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Allein nur diese eine Finanzkategorie hat so viel, wie wir auf der Welt produzieren und nachfragen an Dienstleistungen. Und die führende Firma, die gab es 1987 noch gar nicht, vor 30 Jahren. Die verwaltet jetzt aktuell 5,1 Billionen Dollar. Das ist die Firma BlackRock, die den Namen für den BlackRock-Kapitalismus gegeben hat, den ich diagnostiziere und die geleitet wird von dem Gründer Larry Fink. Für mich ist Larry Fink einer der mächtigsten Personen in diesem weltweiten System. Zeitlang, vor wenigen Jahren noch, war er kaum bekannt. Inzwischen gibt es das ein oder andere Porträt, hat sich das auch rumgesprochen. Die Leute wissen auch, dass er amerikanischer Finanzminister geworden wäre, wenn Hillary Clinton gewonnen hätte. Es gibt enge Beziehungen von Larry Fink zur Demokratischen Partei über all die Jahre.
Und er hat dieses System systematisch ausgebaut. Und Sie sehen ja die Größenordnungen, die einzelnen Verhältnisse hier. Das sind jetzt allein die größten 10 Vermögensverwalter, die 22 Billionen Dollar haben. Und da sehen Sie mal, was der Rest alles so macht. Also der DAX, der deutsche Aktienindex, ist mit 1,2 Billionen mini klein. Ja. Standard & Poor's, der 500, der Aktienindex von Amerika, ist fast so auf der Höhe. Das Bruttoinlandsprodukt der gesamten EU liegt unter dem, was die größten 10 Vermögensverwalter an Kapital betreuen. Die Eurozone ist quasi mit 11,5 Billionen nur die Hälfte. Das sind enorme Relationen und damit ist natürlich auch viel, viel Einfluss und viel Macht verbunden. Es war Larry Fink, der zusammen mit Goldman Sachs und mit JP Morgan das Konzept für die Regierung Obama geschrieben hat, wie man nach der Finanzkrise 2007, 2008 wieder Land gewinnt. BlackRock ist auch eine interessante Firma, weil sie nicht nur das Geld der Kunden anlegt in Aktien oder Anleihen, sondern weil sie auch einen eigenen Hedgefonds hat, weil BlackRock selbst auch Geld verleiht, einen Kreditfonds hat, weil man eine eigene Software entwickelt hat, die sozusagen das Basisbetriebssystem der weltweiten Finanzbranche ist. Es gibt keine Bank und keine bedeutende Finanzfirma, die nicht dieses System namens Aladdin im Einsatz hat. Und Larry Fink, wie gesagt, berät Regierungen, berät Notenbanken, hat hier eine sehr starke strukturierende Funktion im weltweiten Finanzsystem und ist eben sehr stark vernetzt. Und die Vernetzung, wissen Sie ja, das macht man so, dass man bekannte Politiker gewinnt, die dann für einen arbeiten, nach dem Ausscheiden aus dem politischen System und die ihr eigenes Netzwerk, ihr eigenes Adressbuch nutzen, um eben entsprechend auf Regierungen auch Einfluss zu nehmen. Und Friedrich Merz, der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende, ist der Aufsichtsratschef von BlackRock Deutschland beispielsweise. Und ein anderes kleines Beispiel ist George Osborne, der ehemalige britische Schatzkanzler, der sich jetzt verpflichtet hat, einmal an einem Tag in der Woche für BlackRock zu arbeiten und die Firma zu beraten. Und die andere Zeit ist der Chefredakteur der Zeitung Evening Standard. Das mischt sich so, die Welten gehen einander zusammen. Was man früher noch als Gewaltenteilung gekannt hat, scheint nicht mehr zu existieren. BlackRock ist eben eine besondere Firma. Am deutschen Aktienindex hat die eine Firma 11% Anteil mit 9 Fonds. 11% des deutschen Aktienindex gehören sozusagen BlackRock. Und die sind quasi an allen großen Unternehmungen der Welt beteiligt. Immer so mit zwischen 5 und 9%. Ja. Aber so, dass sie eben dann mit zu den größten Aktionären gehören. Bei der Deutschen Bank ist BlackRock der drittgrößte Aktionär mit 6%, bei der Allianz der größte Aktionär. Also das ist eine erhebliche Einflussfunktion, die BlackRock gewonnen hat und eben so nationale Besonderheiten wie früher die Deutschland AG abgelöst haben. Larry Fink würde sagen, das ist, und was ist daran schlimm? Es ist ja nicht mein Geld, ich bin ja nur Treuhänder. Das Geld kommt, wie Sie wissen, von Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungen, von Superreichen natürlich und auch von vielen von uns. Wenn wir Indexfonds kaufen, börsennotierte Indexfonds, ETFs, dann haben wir auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, bei BlackRock zu landen. BlackRock ist hier einer der führenden Player zusammen mit Vanguard, der Firma Vanguard, die dieses Modell erfunden hat. Sie wissen ja, da werden ganze Indizes, Aktienindizes einfach nachgebildet. Man kauft die einzelnen Werte im Verhältnis dessen, wie sie den Index ausmachen.
Und das Ganze läuft automatisch über Computeralgorithmen, da ist kein Mensch dran. Und so kommt ein Großteil des Besitzes zustande. Würde auch Larry Fink sagen, haben ja gar keinen aktiven Einfluss, das ist ja alles passives, sogenanntes Passive Investment. Ja, aber trotzdem ist man überall einer der größten Aktionäre. Und wenn es zu wichtigen Eigentumsfragen kommt, dann ist eben dieser Aktionär doch gefragt. Und es gibt einen Einfluss, der für die Öffentlichkeit nicht merkbar ist. Alle großen CEOs von den Firmen, für dieses Pflichttermin in New York vorzusprechen, den Kontakt zu suchen mit Larry Fink, die Strategie vorzustellen, die Zahlen zu erklären und sich das Platzset zu holen. Das sind informelle Gespräche, von denen man nichts mitbekommt. Es gibt auch nie einen Aufsichtsrat von BlackRock. Sie werden die auch nicht auf Hauptversammlungen erleben. Wenn die abstimmen, dann nehmen sie sogenannte Proxy Advisors, also Stimmrechtshalter wie Class Lewis oder ISS, die dann das Stimmrecht wahrnehmen. Der Einfluss wird hinter den Kulissen wahrgenommen, aber dafür noch so umso bestimmter. Ich glaube, dass diese Welt, diese neue Welt, in der wir leben, nicht mehr von den Banken regiert wird. Das war ja so früher der Glaube, auch insbesondere bei den Linken. Ja? Die Banken, das ist der Hort des Bösen. Sondern viel interessanter sind diejenigen, denen die Bank gehört. Das ist viel interessanter. Und das sind eben solche Firmen wie BlackRock, die hier die Musik spielen im Hintergrund. Es wurde mal deutlich bei Josef Ackermann, den Sie ja vielleicht auch kennen, den Schweizer, der 10 Jahre lang CEO bei der Deutschen Bank war, die große Stimme der Wirtschaft und der dann zum Ende seiner Karriere im Management gerne Aufsichtsratschef geworden wäre der Deutschen Bank. Das ist dezidiert von Larry Fink hintertrieben worden. Er hat da nicht seine Genehmigung gegeben, hat seinen Einfluss deutlich gemacht, weil das ist eines dieser Gesetze, die diese großen Firmen wie BlackRock, Vanguard haben, dass man nicht toleriert, dass jemand direkt nach seiner Zeit in Management, in den Aufsichtsrat geht. Wie man das früher ja immer so hatte, dass dann die alten Chefs ihr Erbe sozusagen verwalten und auch aufpassen, dass hier nichts Schlimmes aufgedeckt wird aus der Zeit, die man früher dann aktiv war. Also das wurde so verhindert und hatte Josef Ackermann keine Chance und musste sich andere Dinge suchen. Da hat man einmal die ganze Macht gesehen, die Larry Fink hat und die dieser Kategorie logischerweise inne ist. Und normalerweise bekommt man das nicht mit. Es gibt nur einen Fall, das ist Apple. Da ist die BlackRock-Managerin Sue Wagner, die sitzt im Board, im Aufsichtsrat. Das ist der einzige Fall. Ansonsten verhält man sich da diskret, aber deswegen umso wirkungsvoller. Ja, die Asset-Management-Firmen, die haben also sehr stark zugelegt. Aber das sind nicht die einzigen, die in den letzten 25 Jahren enorm gewonnen haben. Sie sehen jetzt hier nochmal das Blaue von dem Finanzwesen vorhin. Hier sehen Sie die Wachstumsraten, den Vergleich von 20 Jahren, 1995 zu 2015. Hier sehen Sie, dass die Vermögensverwalter enorm zugelegt haben, aber auch vor allen Dingen die Staatsfonds, die ein großes Wachstum haben und Private Equity, die jährlichen Wachstumsraten in diesen 20 Jahren sehen Sie daneben. Hedgefonds sind mit 22% gewachsen, was das verwaltete Vermögen angeht. Private Equity, also Firmenbesitz auf Zeit, ja, Unternehmer auf Zeit, mit 19,2%, Staatsfonds mit 14,3% Wachstum, also diese noch erheblicher, das sind noch die stärkeren Zuwachsraten, Pensionskassen 7,7% und Vermögensverwalter mit 7,3%. Das sind wirklich sehr interessante Vorgänge. Für mich, wenn ich auf diese Weltwirtschaft schaue, da sehe ich mehrere Konflikte und Konfliktlinien. Akteure, die Anspruch haben, Anspruch erheben auf Wertschöpfung, auf Produktion, auf Einkommen, auf Markt sozusagen, auf Marktanteil, auf Macht.
Da ist einmal der Konflikt amerikanischer Finanzkapitalismus, das ist hier Larry Fink und all die anderen, und es ist der Gegensatz Staatskapitalismus oder öffentlicher Kapitalismus, ja, wo im Prinzip ein Staat dahinter steht, eine Regierung dahinter steht. Und der Antipode dazu, der dritte, wäre Familienunternehmer, das, was wir kennen als klassischer Ausdruck einer freien Wirtschaft, einer freien Marktwirtschaft, der Unternehmer. Und das reibt sich immer stärker aneinander. Und die Kraft ist aus meiner Sicht bei dem Wall Street-Kapitalismus, bei dem Blackstock-Kapitalismus, ist bei dem Staatskapitalismus und Staatsfonds und Pensionsfonds, symbolisiert vor allen Dingen durch China mit zwei großen Staatsfonds namens CIC und SAFE, aber auch bei den Staatsfonds der arabischen Herrschaftshäuser, die auch Familien sind. Das ist sozusagen eine Mischung zwischen Familienunternehmen und Staatsunternehmen, die aber auch sehr stark in die Weltwirtschaft hineingehen. Das sind die großen Verteilungskämpfe eigentlich dieser drei Gruppen. Ich glaube, dass die Familienunternehmen es da schwer haben werden mit der Dynamik des Staatskapitalismus in dieser oder jenen Form und des exzessiven Finanzkapitalismus amerikanischer Art, angelsächsischer Art mitzuhalten. Die andere Konfliktlinie ist natürlich, können Sie sich denken, USA, Wall Street, Silicon Valley gegen China, die neue Supermacht mit ganz eigenen Ambitionen und die Frage, wo Europa dabei bleibt, ja, zwischen diesen Blöcken. Das sind für mich die großen Fragen. Und wenn man sich alleine mal anschaut, man sieht das ja bei der Deutschen Bank. Es gibt immer eine große Diskussion in Deutschland, hat es all die Jahre gegeben, die Deutsche Bank, das Symbol der heimischen Wirtschaft, die muss stark bleiben, die muss unabhängig bleiben. Und der Vorstandschef Andrew Jain, der das mal geleitet hat, die Bank, der muss Deutsch sprechen. Das ist ja ein gebürtiger Inder, der in London oder New York gearbeitet hat und hat nicht Deutsch gelernt. Ein großes Problem für die Führung in Berlin, weil sie immer das Gefühl hat, wir brauchen so ein Institut an unserer Seite und mit dem können wir die Weltwirtschaft beherrschen. Ja? So, und schaut man sich mal an, wem gehört die Deutsche Bank? Wem gehört die Deutsche Bank? Es ist eben Ausdruck dieser Systemveränderung, dass die größten Aktionäre jetzt aus China kommen und aus Katar. Und der größte Aktionär ist jetzt Chen Feng, einer der Milliardäre, die chinesische Staatsregierung, das heißt die Kommunistische Partei, toleriert, wenn sie kooperieren. Und seine Firma HNA ist so ein Konzern, der kooperiert und der zahlreiche Investments im Ausland machen darf. Chen Feng und HNA, das ist eine Flugfirma, das ist das größte private Flugunternehmen in China. Da gehören viele Hotels dazu. Man hat sich bei den Hilton Hotels beteiligt mit 25%. Man hat Carlson übernommen. Die NH Hotels, die bekannt sind, gehören jetzt zu HNA. Das ist einer dieser Akteure, der eben jetzt sehr stark ausgreift und 10% an der Deutschen Bank inzwischen besitzt und möglicherweise auch noch weiter aufstocken will. Auch der Flugplatz Hahn im Hunsrück gehört dazu. Hintergrund ist, dass man hier lernen will von der Deutschen Bank, wie das funktioniert, aber auch hofft auf weitere Investitionsobjekte, die man dann als Aktionär mitbekommt der Deutschen Bank und vielleicht auch eine Finanzierung, die man auf diesem Weg machen kann. Und der zweitgrößte Aktionär, ebenfalls mit 10%, das sind zwei Mitglieder der katarischen Herrscherfamilie Al-Thani, der frühere Emir und sein Cousin, die hier aufgestockt haben, die sogar einen eigenen Aufsichtsratssitz beansprucht haben und gefüllt haben mit einem Wirtschaftsanwalt, einem Deutschen, und auch hier bereit sind aufzustocken. BlackRock ist jetzt dann mit 6% der dritte Aktionär. Also spielt Deutschland keine Rolle.
in der Frage der Eigentümer, die wirklich bestimmen, wo es lang geht, ja, das ist schon durchglobalisiert. Das wäre bei den amerikanischen Banken undenkbar. Das ist geschützter Bereich, so wie die Medienindustrie in den USA geschützt ist. Man das nicht einfach so übernehmen kann, so sind die Banken geschützt. Und zwar durch ein System, das sich selbst aufrechterhält, durch gegenseitige Beteiligung. Die großen amerikanischen Finanzplayer, die wir haben, Banken, die Vermögensverwalter, die gehören sich selbst. Sie sind wahnsinnig ineinander verschachtelt. Da gibt es hier eine Grafik, die wir mal aufgestellt haben, nur damit Sie mal das ein bisschen sehen. Ich glaube, die muss ich dann wahrscheinlich auch größer ziehen. Ne? Da muss ich auch wieder auf Plus drücken. Oder? So, guck ich mal Plus, so. Da sehen Sie das mal. Das sind nur die wichtigsten Beteiligungen. Das sieht aus wie ein Jackson-Pollock-Bild. Und Sie sehen hier mit BlackRock beispielsweise, die dann an einzelnen Vermögensverwaltern beteiligt sind. Man hat über Kreuz Beteiligungen und gemeinsam dann an den großen Industrie-Ikonen Amerikas von ExxonMobil und Apple und so weiter hat man auch wichtige Beteiligung. Das sind nur die wichtigsten, damit Sie mal sehen, wie das ineinander verzahnt ist. Ja? Und der größte Eigentümer von BlackRock ist der PNC Financial mit knapp 25%, das ist eine Bank in Pittsburgh. Und daran wiederum ist BlackRock selbst auch beteiligt. Also dieser Bank gehört das Viertel von BlackRock, aber BlackRock wiederum, glaube ich, 8% an dieser Bank. Aber Norges Invest beispielsweise, der große norwegische Staatsfonds, ist eben auch an BlackRock beteiligt. Die sind permanent miteinander verbandelt, verknüpft. Ja. Das heißt gleiche Interessen, aber auch gleiches Risikopotenzial. Wenn es hier irgendwo mal ein Problem gibt, eine Schieflage, einen Zahlungsausfall, ein unvorhergesehenes Bedarf an Kapital, dann pflanzt sich das in diesem System ganz leicht fort. Wir haben das bei Lehman ja gesehen, wie schnell das geht. Das hat ja auch keiner gedacht, dass der Ausfall einer Investmentbank in den USA derart global, derart große Folgewirkungen hat. Ich glaube, seitdem wir diesen Konkurs erlebt haben, ist das System noch viel stärker vernetzt, miteinander vernetzt, sind die Abhängigkeiten noch größer geworden, würde ein Fall wie Lehman noch größere Verstärkungswirkungen haben. Weil auch die Banken zum Beispiel immer größer geworden sind, obwohl wir sagen, too big to fail, ist dies ja auch festzustellen. Die Staatsfonds also als großer neuer Player, und das sehen Sie, Katar, dem Beispiel haben wir gehabt, die Herrscherfamilie Altani, aber das sind persönliche Investments dieser zwei Mitglieder der Herrscherfamilie. Der Staatsfonds von Katar hat sich in viele Firmen eingekauft, besitzt viele Firmen, die wir so als Trophäen unseres Systems begreifen. Harrods beispielsweise, das Nobelkaufhaus in London, gehört zum katarischen Staatsfonds. Die Katarer sind an Glencore mit 9% beteiligt und hier ein wichtiger Aktionär. Glencore ist der Rohstoffhändler der Welt mit einem Marktanteil von 60%. Das sind alles Einflussstränge, die kaum sichtbar sind, aber dafür umso mehr relevant sind. Bei VW ist Katar mit 17% bei den Stimmrechtsaktien beteiligt. Credit Suisse mit 5%, Barclays 5%, Printemps, das Kaufhaus in Versandhaus in Frankreich gehört zu den Katarern. Das ist nur ein Beispiel. Das ist in Abu Dhabi ganz genauso. Das ist in Saudi-Arabien so.
hat man den Kapitalmarkt entdeckt. Die ersten waren die Kuwaitis 1953, die einen Staatsfonds aufgelegt haben. Sie sind jetzt mittlerweile schon seit langem der größte Aktionär von Daimler. Und die anderen sind gefolgt. Und es hat immer auch einen strategischen Effekt, eine strategische Komponente. Weil man über die Erträge, über den Kapitalmarkt, die eigene Volkswirtschaft reformieren will. Man hat ja das Geld gemacht über die Öl- und Gasförderung. Das ist ein System, das endlich ist. Die Quellen sind mehr oder weniger ausgebeutet, oder es zeichnet sich jedenfalls ab, dass sie zu Ende gehen. Und dann verlagert man das Geschäft. Und Katar beispielsweise hat ja den Tourismus entdeckt und den Sport und das Entertainment, macht eine Weltmeisterschaft nach der anderen, von Handball über Radfahren und Fußball. Weltmeisterschaft ist man auch irgendwie in Besitz gekommen, ja, und versucht hier Tourismus, Banken und neue Bereiche, neue Sektoren zu erschließen, um die künftigen Erträge zu sichern, statt des Öls. Das ist der große Treiber. Wir haben diese Länder reich gemacht durch unsere Ölnachfrage. Und jetzt in einem neuen Zeitalter erleben wir es, dass mit dem Reichtum, der bei den anderen entstanden ist, es Rückwirkung hat auf unser Leben, weil jetzt hier wir auf einmal neue Eigentümer haben. Also das hier, dieses Bild. Was auch sehr stark gewachsen ist, haben Sie ja vorhin schon gesehen, das sind die Private Equity Firmen. Und hier haben wir mal eine Gegenüberstellung von BlackRock und Blackstone. Blackstone ist die führende Private Equity Firma der Welt, gehört Steven Schwarzman. Und Ihnen wird auffallen, dass das so also ähnlich heißt, ne? BlackRock und Blackstone. In der Tat hat 1988 Steven Schwarzman Larry Fink geholfen, BlackRock zu gründen. Fink war vorher Investmentbanker und hat sich dann selbstständig gemacht, und die hatten dann eine gemeinsame Firma, 50-50, sich aber relativ schnell verkracht, zwei starke Egos, die nicht zusammenpassten, und dann hat jeder alleine weitergemacht. Aber Blackstone, sehen hier das verwaltete Vermögen. Und kennt man immer als Private Equity Firma, die ja auch mal an der Deutschen Telekom beispielsweise beteiligt ist, heute noch bei Leica Großaktionär ist und bei Jack Wolfskin beispielsweise, dem Outdoor-Ausrüster. Da kennt man die, aber Sie sehen von den Anteilen hier, das ist gar nicht mehr das Hauptgewerbe, sondern mittlerweile ist man zu 29% vom Umsatzanteil, machen die Immobilien aus. Blackstone ist der größte Immobilienbesitzer der Welt inzwischen, Gewerbe und Wohnimmobilien. Der eigene Hedgefonds ist stark, man verleiht Kredite, Sie sehen das, man spielt Bank sozusagen, ja, und hat einen Geschäftsanteil von 24%. Sehr ertragreich war Hilton. Blackstone hat Hilton von der Börse genommen, restrukturiert und dann wieder an die Börse gebracht. Und jetzt eben dann 25%, wie gesagt, an HNA aus China verkauft. Und hier sehen Sie auch noch ein paar andere Deals, die hier gemacht wurden. Und dieser Steven Schwarzman ist auch ein richtiger Machtfaktor, auch in der amerikanischen Politik. Er ist immer treuer Anhänger der Republikaner gewesen. Er hat mit seinem Antipoden, seinem Gegner Larry Fink gemein, dass man keine Regulierung will. Keine Regulierung will. Das sind alles jetzt hier Finanzriesen, die kaum kontrolliert werden. BlackRock beispielsweise gilt nicht als systemrelevant, hat also da guckt niemand so drauf. Vieles ist auch, wird nicht richtig nachgehalten, wie sind die Liquiditätsziffern so. All diese strengen Auflagen, die wir im Bankenbereich haben, nach der Finanzkrise gelten hier bei diesen unbekannten Riesen gar nicht, die für mich zu dem großen Segment der Schattenbanken gehören, die immer wichtiger geworden sind. Und Steven Schwarzman, der ist der Top-Berater
von Donald Trump. Der ist derjenige, der ein Konsortium von Finanzleuten anführt. Gary Cohn natürlich, der ehemalige Präsident von Goldman Sachs, ist noch eine Stufe höher. Aber dieses Beratergremium wird hier maßgeblich von Stephen Schwarzman angeführt, ein Mann, der ein Einkommen 2015 gemeldet hat von $800 Millionen. $800 Millionen Einkommenszuwachs in einem Jahr. Über Deals, über Aktien, über Gehälter, wie sich das immer so in diesen Bereichen dann entwickelt und auch nicht so besonders hoch besteuert, weil das alles dann nicht als Arbeitseinkommen, sondern als Kapitaleinkommen gilt. Da gibt es so eine Carried Interest Regelung in Amerika, die ihn eigentlich dann ganz gut stellen. Ja, das ist einer der Menschen, die im inneren Circle, der Machtcircle der Weltwirtschaft zu sehen sind. Die Hedgefonds haben, wir haben es ja gesehen, auch großen Zuwachs mit den 22% jährliche Wachstumsrate, die viel kurzfristiger orientiert sind als die anderen Kollegen aus der Finanzbranche und auch sich immer wieder als aktivistische Investoren hervortun. Das sind die Hedgefonds, die mit Anteilen von 2% und mehr Firmen aufmischen, erfolgreich fordern, dass Firmen umstrukturiert werden, Töchter verkaufen, dass das Management ausgewechselt wird, die in den Clinch gehen mit den CEOs, die oft die CEOs vor sich hertreiben. Weil da entsteht nämlich eine Lücke in diesem System. Wenn wir all diese Fonds haben, diese anonymen Eigentümer, die zum Teil mit Algorithmen ihr Geld verteilen, aber nicht ihre unternehmerischen Rechte wahrnehmen, nicht unternehmerische Verantwortung zeigen, da ist eine Lücke da. Die führt natürlich dazu, dass Unternehmen nicht optimal gemanagt werden, weil Leistung gibt es nur mit Reibung. Wenn der Manager einen Widerstand hat vom Eigentümer, ja, wenn man sich um Optimierung da bemüht, aber jetzt nicht nur um eine Renditeoptimierung, sondern auch um eine sachliche Optimierung, um Beiträge für die Gesellschaft, ein gutes Verhältnis zu den Stakeholdern, alles das, was dort zum normalen Unternehmertum dazugehört. Und wenn das ausbleibt, dann gibt es eben eine Lücke, in die aktivistische Investoren hineinstoßen können, die dann ein eigenes Sanierungs- und Reformprogramm wildester Art, radikaler Art, nur an Geld orientiert zusammenschustern und dann in die Hauptversammlung gehen und dann permanent Druck machen. Das hat in vielen Fällen eben zu ganz großen Änderungen geführt. Sie haben es erlebt, jetzt weiß ich nicht, ob das der ein oder andere verfolgt hat, bei Klaus Kleinfeld, dem früheren Siemens-Chef, der in Amerika einer der großen Manager geworden ist, als CEO von Arconic und früher Alcoa und der in einen Wettstreit mit ein Streit mit seinem Haupteigentümer, einem Hedgefonds geraten ist, Elliott, der von Paul Singer gelenkt wird. Elliott hat da 13% an dieser Firma und hat dann es erfolgreich geschafft, dass Kleinfeld sein Amt aufgeben musste und jetzt wird die Firma dann umstrukturiert. Diese Aktivisten, diese Hedgefonds, die auf kurzfristige Maximierung der Gewinne aus sind, haben es auch geschafft, dass zum Beispiel es eine Fusion gibt zwischen Dow Chemical und DuPont, den beiden großen amerikanischen Chemiekonzernen, die sich dann jetzt zusammengetan haben und eben jetzt zusammen agieren und sich dann neu aufteilen. Das ist für viele natürlich ein Schrecken und eine sehr große neue Tendenz. Ja, wenn man sich da das Ganze anschaut, dann sieht man, wir haben nicht mehr den alten Verantwortungskapitalismus, sondern einen Beteiligungskapitalismus, ja, und der viele Akteure hat, der sich auch zum Teil zufällig immer wieder neu bildet und für spektakuläre Entwicklungen sorgt. Wir haben immer stärker eigentlich ein leistungsloses, in Anführungszeichen, Einkommen, das entsteht über die Anlage von Kapital. Ergebnis ist, dass die Lohnquoten überall in den großen Systemen stark zurückgehen. In Deutschland
hatten wir 1980 64% Anteil von Lohneinkommen am Volkseinkommen. Inzwischen sind wir bei 56%. Also die Arbeit an sich macht immer weniger aus, was wir über Löhne verdienen. Auch das sogenannte Unternehmereinkommen, das Einkommen aus selbstständiger Arbeit, wird immer geringer. Aber was wächst, ist das Kapitaleinkommen. Ja, wir haben also praktisch ein Ersetzen der Arbeitenden und der Unternehmer durch Kapitalanleger. Ja, wir leben in einem Zeitalter der Vermögensverwaltung und jeder versucht über Kapitalanlage Gewinne zu machen, das Vermögen auszudehnen und wieder neu zu investieren. Aber die Frage ist, wie strapazierfähig dieses Weltwirtschaftssystem an dieser Stelle dann eigentlich ist. Ja, und China müssen wir auch immer wieder dazu lernen. Das ist ein ganz eigenes System. In diesem Buch hier beschreiben wir, dass es gibt einen Menschen, der operativ verantwortlich ist für die vier großen Banken Chinas. Die vier großen Banken Chinas sind auch die vier größten der Welt. Und es gibt einen Menschen, der in einer staatlichen Investitionsgesellschaft sitzt, die gar keiner kennt, Central Hujin heißt die. Und dieser Mann steuert operativ die vier größten Banken der Welt, de facto. Der hat ein enges Verhältnis zum Finanzminister und zum Politbüro. Dort werden praktisch die Vorgaben gemacht. Und das ist das, was so in den früheren Jahren immer als Investitionslenkung galt. Ja. Über dieses Vehikel kann man nun genau sagen, in welche Branchen man geht, wo das Geld hineinfließt, welche Firmen man vielleicht kriegen weniger Geld und dass die weichen sollen. Das ist eng verbunden mit dem Staatsfonds CIC und wirklich eine große Einflussgröße. Das sind die vier Banken. ICBC ist die größte Bank. Hier ein paar Meter weiter sehen Sie ja die große Filiale. Und das sind strategische Stellschrauben. Wir haben viel diskutiert in Deutschland, weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Wir haben eine Roboterfirma, die Weltrang hat, KUKA. Und diese Firma wurde verkauft an eine chinesische Firma. Das ist so ein Konsumgüterriese, heißt Midea. Also die haben so Staubsauger und Kühlschränke und Waschmaschinen und sowas. Die haben dann die Roboter gekauft, um die Robotisierung und Automatisierung der chinesischen Produktion nach vorne zu bringen, um hier Weltmarktführer zu werden. Also strategisch enorm wichtig, wurde diskutiert, darf Deutschland das eigentlich verkaufen? Wäre es nicht gut, das im Land zu belassen? Wäre es nicht gut für Europa, solche Zukunftsfirmen zu behalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Und die galt dann immer als so private Firma. Gehört auch einem Milliardär, aber wenn man sich das genau anschaut, an der Holding, zu 25% gehört diese Firma der größten chinesischen Bank, der größten Bank der Welt nach Bilanzsumme ICBC. Und das ist eben eine Staatsbank. Und da gibt es wahnsinnige Möglichkeiten, das zu nutzen und zu steuern. Und das muss man eben in China immer mitdenken. Ja, ganz kurz zum Schluss, ist das denn eigentlich jetzt alles gefährlich? Ist das, wenn wir das jetzt mal so umreißen, diese neuen Player, dieses große Volumen, was Sie gesehen haben, das viele Geld, das hier eine Rolle spielt, ist das gefährlich? Was bedeutet das? Worauf müssen wir uns da einstellen? Ich glaube erstens, dass es gefährlich ist, dass wir einen großen Teil dieser neuen Player unreguliert haben oder mit einer sehr schwachen Regulierung. Wir wissen auch zu wenig darüber. Deutschland hat sich jetzt in der Zeit der eigenen Präsidentschaft von G20 zum Ziel gesetzt, wenigstens mal ein paar Kennziffern zu haben in diesem Schattenbankensystem, Liquiditätskennziffern und solche Dinge, die verbindlich geliefert werden, die es aber nicht gibt. Es ist ein Dunkelbereich und damit ganz, ganz schwierig. Es ist ja jetzt ein Bericht rausgekommen, danach ist die Hälfte des Finanzvermögens im Besitz von Banken und die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte von Nichtbanken. Also Nichtbanken spielen schon die größere Rolle. Das sind Versicherungen, die zählen dazu,
aber auch BlackRock dieser Welt und andere Finanzvehikel, auch die Unternehmen, die dazu übergehen, auch selbst sich eigene Banken zuzulegen und zu agieren und zentralbankfähig werden, die gehören auch dazu. Und das ist jetzt schon mehr als die Hälfte. Der kritische Teil wird von dem Finanzstabilitätsrat relativ klein, gering geschätzt mit 34 Billionen. Der schwierige, der riskante Bereich, es waren mal 70 Billionen, aber man weiß nicht genau, wie ist die Informationsgrundlage. Ja? Denn China beispielsweise hat die Daten sehr spät geliefert, wahrscheinlich unvollständig, und dieses Land hier, Luxemburg, hat überhaupt keine Daten geliefert. Gar keine Daten, kam vom Großherzogtum. Da kann man schwer das Risikohafte, das Riskante dieser Operation Schattenbanken kaum vollziehen und kaum begreifen. Ja, ich glaube auch, dass es ein Klumpenrisiko gibt, ein Herdentrieb, dass alle, wenn so viel Kapital zusammen ist und alle sich gleich verhalten, alle auch in die falsche Richtung gehen können, weil plötzlich gesagt wird, Investments in Indien sind gefährlich oder von China lassen wir die Finger, und das alles ist sehr selbstverstärkend. Ich glaube drittens, dass es zu viel Risikoneigung gibt wegen der Nullzinspolitik. Ja? Anleihen, klar, lohnen sich nicht, das ist aber das sichere System gewesen, also gehen alle in Alternative Investments, die mit höheren Risiken verbunden sind. Ich glaube, dass viertens es vor allen Dingen zu einer höheren Unternehmenskonzentration kommt. Wir erleben weltweit, dass bestimmte Märkte in der Hand weniger Großkonzerne sind, weniger Oligopole, ganze Welt. Sie sehen, dass, wenn Sie sich Google und Facebook betrachten, der Marktanteil von Google und Facebook bei digitalen Werberlösen, also was alles über die Werbung reinkommt auf den Bildschirm, geht zu zwei Dritteln, 66%, zu diesen zwei Konzernen auf die ganze Welt, wenn Sie die Welterlöse nehmen. Wenn Sie den Biermarkt nehmen, da gibt es eine Firma AB InBev, die hat 30-40% Marktanteil und gehört einem gebürtigen Brasilianer, der mal Börsenstar war, Jorge Paulo Lehmann, und der jetzt in der Schweiz lebt und hat eben diesen ganz hohen Marktanteil von mehr als 30%. Er hat auch eine Investitionsfirma gegründet namens 3G, die dann zusammen mit Berkshire Hathaway von Warren Buffett, dem großen amerikanischen Investor, eben den Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz geformt hat und jüngst auch vor einigen Monaten auch Unilever noch kaufen wollte, aber dann nach Widerständen des Managements dort Abstand genommen hat. Das ist das ganz große Spiel. Das ist der Einsatz großer Kapitalien. Sie können Monopoly sagen dazu. Es hat aber wenig mit unseren Idealen zu tun, mit dem Ideal eines Wettbewerbs, ja, an dem sich viele Unternehmer, viele Anbieter um den Kunden bemühen, an Konditionenwettbewerb sind. Die großen Fonds und die großen Investoren im Hintergrund, aus meiner Sicht, sind die vor allen Dingen an einem organisierten Kapitalismus interessiert, wo die Störfaktoren minimiert sind. Und Wettbewerb kann verdammt störend sein, wenn der andere immer kommt mit neuen Preisvorstellungen, unterbieten will oder irgendwie eine Variante hat. Wenn man aber Macht hat, 30-40% den Weltmarkt beherrscht, dann kann man Preise festsetzen, dann kann man auch ein schönes Premium einplanen und so für eine sehr gute Ertragssituation sorgen. Das ist der Hintergrund auch jetzt von Linde und Praxair. Bei Industriegasen wird ja stark in diesen Tagen diskutiert. Auch hier wird ein neuer Weltmarktführer geschaffen, und die Margen sind im Augenblick bei Linde Deutschland 28% und Praxair 31%. Das sind schon Top-Margen. Das müssen Sie erst mal verdienen. Jetzt diese fusionierte Firma geht dann in Richtung wahrscheinlich 32-33%, ja, so die Idee. Aber natürlich die höheren Preise würden dann die Industriekunden bezahlen, und letztlich, die werden es umwälzen, wird es bei den Verbrauchern landen. Das Besondere ist, dass wir bei diesen Fusionen, da wir diesen weltweiten Kapitalismus in den Händen von Fonds haben, dass diese Fonds auf beiden Seiten sind. Fusionspartner A wird von 3, 4, 5 Fonds maßgeblich gesteuert, Fusionspartner B genau das Gleiche. Das heißt, wenn die sagen, wir räumen hier, wir ordnen die Märkte, dann verstehen die sich sofort, weil denen
beide Seiten gehören. Und können sofort abstimmen, wenn jetzt zur Abstimmung kommen wird über die Fusion von Praxair und Linde. Das ist schon die Mehrheit schon gesichert von vornherein. Ein Drittel der Investoren sind gleich, identisch, ja, und die anderen ticken auch gleich. Da gibt es gar keine Möglichkeit, dies über ein demokratisches Votum in Frage zu stellen. All diese Riesenfusionen, die Sie andauernd sehen, Bayer, Monsanto und DuPont, Dow Chemical und sowas, das ist der Hintergrund. Und es ist schwierig, wenn dann Nahrungsmittelmärkte beispielsweise auch so vermachtet sind, was das für Qualität und Preis bedeutet. Fünftens ist die Frage der Verteilung, der Verteilungsgerechtigkeit. Das hat ja in USA mit dazu geführt, dass sich eine abgehängte weiße Schicht, ehemals Mittelschicht, nach unten gewandert, gegen das System gewandt hat. Ironischerweise stand Hillary Clinton für dieses Finanzsystem, während Donald Trump dieses Finanzsystem wie kein Präsident vorher ja involviert, einbezieht in seine Regierungskunst, ein Kabinett der Milliardäre gebildet hat, wo das Vermögen bei 2,3 Milliarden Dollar liegt, seiner Regierungsmitglieder. Aber das war der große Grund, weil die Leute es leid sind, das zu erleben, was der Ökonom McAfee, also The Great Decoupling, bezeichnet hat. Das eigene Lohneinkommen ist relativ flat und alles andere geht hoch. Ja, es geht das Volkseinkommen hoch, Produktivität, alles geht hoch, aber das eigene Einkommen nicht. Und diese Spanne ist natürlich schwer für eine Gesellschaft auszuhalten und führt eben zu Protest und zu Abwahl. Ja, das sind so, und dann die aktivistischen Investoren, hatte ich schon gesagt, mit ihren wilden Aktionen, kurzzeitige Gewinnmaximierung, die hier auch sehr viel Unheil anrichten können. Was ist zu tun? Ganz kurz, wie geht man damit um? Die Leute kriegen immer Angst, wenn ich dann so erzählt habe, eine Viertelstunde, dann gucken die da ganz groß an, haben Angst, wie geht das denn alles so gut und was erzählt er uns da und wir haben ja gar keinen Einfluss und ja. Ich glaube schon, dass wir Einfluss haben. Wir müssen uns auch klar machen, wo legen wir unser Geld an. Wenn man so in diese ETFs hineingeht, schön, das ist praktisch risikoloses Einkommen, wenn die Börsen insgesamt nach oben gehen. Das sind ja die letzten Jahre alles gegangen, deswegen machen das ja so viele Leute, deswegen empfiehlt es Warren Buffett. Aber natürlich ist damit auch verbunden, mein persönlicher Ertrag ist auf der anderen Seite, wenn diese Fusionen kommen und es weniger Arbeitsplätze gibt, ist es auch so, dass es vielleicht auch Arbeitsplätze weg sind. Da bin ich auch irgendwie mitverantwortlich. Und wenn es eine Konzentration gibt, die zu höheren Preisen führt, dann ist das auch eine andere Seite des Investments. Da muss sich jeder klar machen, wo er sein Geld anlegt und nach welche Kriterien für ihn wichtig sind. Ob es nur das Geld ist oder auch der Unternehmenszweck, die soziale Ausstrahlung, die soziale Orientierung. Da sind wir nicht frei. Wir dürfen, glaube ich, nicht nur die eigene Rendite sehen und gierig sein, sondern anspruchsvoll mit Verantwortung als Investoren kombinieren. Das gibt es auch bei den Staatsfonds. Norges Invest, der größte Staatsfonds der Welt mit einem verwalteten Vermögen von über 900 Milliarden Dollar, hat so Kriterien entwickelt der ethisch guten Geldanlage. Zum Beispiel geht man nicht in Firmen hinein, die mehr als 30% ihrer Gewinne und Aktivität mit Kohle machen. Dann geht man raus. Man hat auch nichts mit Tabakunternehmen zu tun, mit Waffenherstellern nicht, mit Firmen, die mit Ausbeutung von Kindern und so weiter bekannt geworden sind, Palmöl exzessiv abbauen. Das gibt es eine ganz klare Kriterienliste, eine Ausschlussliste und das ist schon auch verantwortliches Investieren. Responsible Investment, wie es der niederländische Staatsfonds ABP beispielsweise auch vornimmt. Man kann eben auch im Kapitalismus sich auch auf Investorenseite verantwortlich zeigen. Und da gibt es eine Menge positiver Tendenzen. Auch der Versicherungskonzern Allianz hat hier die eigene Investmentpolitik ja verändert, spricht sich mit NGOs ab und versucht, andere Kriterien mit einzubeziehen. Ich glaube, dass Deutschland beispielsweise einen Deutschlandfonds braucht, der auch so agiert. Das wäre eine politische Aufgabe. Es gibt auch
jeder Konzern kann für sich sich auch verhalten. Man muss sich selbst auch die Eigentümerfrage stellen. Wem gehört eigentlich die Firma? Wem soll die Firma gehören? Irgendwelchen wilden Investoren aus Amerika, Fonds, anonymen Kapital oder macht man das Kapital sichtbar? Holt man es aus der anonymen Zone heraus? Das macht Siemens beispielsweise. Siemens war ja auch in der Gefahr, ferngesteuert zu werden, sozusagen von der Wall Street. Die Familie, die Nachkommen des Gründers Werner von Siemens haben da noch 6,5%, aber inzwischen haben die Mitarbeiter Aktien bekommen als Gratifikation, als Belohnung für gute Leistungen. Die Mitarbeitergesellschaften, die haben 4-5% inzwischen. Die Siemens, der Konzern, hat eigene Aktien auch gekauft von 5%, sodass man insgesamt auf 15-16% schon kommt. Das ist ein Bollwerk gegen Versuche, diese Firma zu erobern, gegen Störversuche von aktivistischen Investoren. Das ist ein klares Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren und zu Eigentümergedanken. Wir brauchen ja auch wirklich echte Eigentümer im Weltkapitalismus. Wir können das nicht, glaube ich, alles so anonymisiert und dann auch noch automatisiert laufen lassen. Das ist, glaube ich, für mich eine entscheidende Frage. Gut, und die Regulierungsgeschichte, da ist ja immer alles sehr mühsam. G20 ist ja immer das große Referenzmedium, wo alle Entscheidungen koordiniert werden. Und das ist alles sehr mühsam. Wissen Sie, da passiert sehr wenig. Sei es jetzt die Vermeidung von Steueroasen, die Meldepflichten, Transparenzgebote für Briefkastenfirmen. Da wird viel diskutiert. Wenn man mal genau hinschaut, gibt es dann immer noch Schlupflöcher und Verbesserungsmöglichkeiten. Die Finanztransaktionssteuer, die versprochen wurde nach der Finanzkrise, um jetzt mal kurzfristige wilde Spekulationen, denen Einhalt zu gebieten, ist weggeschoben, ja, kommt nicht. Ja. Also diese Regulierung ist schwierig, trotzdem muss es auf dieser Ebene auch weiter verfolgt werden und muss, glaube ich, auch die Gesellschaft da Einfluss nehmen, die Bürger Einfluss nehmen, Parteien darüber diskutieren. Das kann man nicht vernachlässigen. Und für Verteilungsgerechtigkeit, für einen Ausgleich der Ungleichgewichte, der Unwuchten, die aus dem System kommen, da sind die Regierungen jeweils verantwortlich, die müssen das machen. Und das ist eben der große Fehler der amerikanischen Politik gewesen, dass man dies nicht durch eine gescheite Redistributionspolitik und Investitionspolitik konterkariert hat. Da beginnt eben die politische Aufgabe mit den Ergebnissen einer Globalisierung, die aus meiner Sicht nicht abzulehnen ist, aber mit diesen Ergebnissen, da muss man umgehen, da muss man ein Gegengewicht setzen, das muss man nach eigengesetzten politischen Normen begleiten und positiv verändern. Ja, und das Ganze, wenn man das gut macht, dann kann es auch gelingen, dem ökonomischen Nationalismus, der sich immer mehr ausbreitet in der Welt, beginnt von einem politischen Nationalismus, der in die Ökonomie übergreift, dem entgegenzuwirken. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, dass man die Globalisierung wirklich sozial gerecht begleitet. Denn wenn nicht, dann haben wir eben diese Nationalismen. Dann geht jeder gegen jeden. Dann wird Protektionismus mit Protektionismus beantwortet. Wir sehen hier die ersten Ansätze. Und es wäre, glaube ich, auch wichtig für hier die globalen Akteure, dass sie sich hier stärker einbringen und dass sie vor allen Dingen verantwortlich und bedeutsam, behutsam mit ihren Investments umgehen. So, jetzt glaube ich, jetzt habe ich so ein bisschen mich warm geredet und hoffe, Sie haben jetzt keine Angst bekommen und es war für Sie hoffentlich interessant. Und wer ein oder andere eine Frage hat, kann er gerne stellen. Ja, ich habe jede Menge Fragen, aber ich gebe vielleicht erstmal die Möglichkeit dem Saal. Ja? Dankeschön für den schönen Vortrag. Haben Sie eine Idee, was dem Anteil vom, lassen wir mal sagen, Milliardären ist in diesem Kapital, das vom Milliardäre? Größe
ja, vom größten Konzern verwaltet wird. Also wir haben am Anfang BlackRock und andere gesehen, die so das war es 70 Billionen verwalten, was dem Anteil von Milliardären in diesen 70 Billionen ist. Haben Sie da eine Idee? Ja, also das ist sicherlich ist die Frage, wie man den Anteil der Milliardäre misst, ne? Ob man das jetzt sozusagen als Teil der Gemeinschaft der Investoren misst oder an den Summen sich orientiert. Ja? Wie viel von den Summen, von dem eingesetzten, verwalteten Vermögen bei den Milliardären sind. Ich habe ja gesagt, das meiste ist sicherlich, kommt sehr viel von Versicherungen und Staatsfonds und Pensionsfonds, aber eben auch von den sogenannten Superreichen. Da ist BlackRock zögerlich. Also die Bereitschaft mit Informationen die Öffentlichkeit zu versorgen, ist nicht besonders groß. Und auf diese Frage gibt es da keine Antwort. Da ist man auf Schätzungen angewiesen, aber wird sicherlich schon eine bedeutende Größenordnung haben. Ich habe hier das mal zusammengestellt, wo die Milliardäre sitzen auf der Welt. 540 eben in den USA, China 251 entsprechend. Das ist jetzt aber auf der Forbes-Liste. China macht eine eigene Liste von einer Zeitschrift. Da gibt es mehr Milliardäre, aber es sind andere Kriterien. Wir haben uns mal danach gerichtet. Deutschland immerhin noch mit 120 und Russland mit 77. So ist das einigermaßen, so ist es verteilt. Und ja, das große Vorbild der Milliardäre ist, glaube ich, Warren Buffett. Ich glaube, für alle Investoren mit seiner Firma Berkshire Hathaway, der Mann ist 86 Jahre alt, der hat nie einen Aktiensplit gemacht oder sowas. Wenn Sie da abstimmen wollen auf den Hauptversammlungen, dann müssen Sie eine Aktie kaufen, wenn Sie Stimmrecht haben wollen, die kostet mittlerweile $250.000, dann können Sie nach Nebraska, Omaha reisen und dürfen da mitspielen. Es ist immer auch eine kleine Feier dort, da wird immer Party gefeiert, Woodstock der Kapitalisten. Der Mann ist noch zum Anfassen. Der ist noch bekannt, der ist kauzig, der hat eine klare Meinung, der hat auch Verantwortungsbewusstsein, das ist klar zu sehen. Und spendet ja eben auch sehr viel mit Bill Gates zusammen in The Giving Pledge, der großen Initiative für soziale Maßnahmen auf der Welt. Das ist, glaube ich, hier das ganz große Milliardärsvorbild. So wollen, glaube ich, alle sein, der sehr bescheiden lebt. Und mit Berkshire Hathaway an Coca-Cola beteiligt ist, Wells Fargo, der großen Bank, IBM und so weiter. Auch an Apple sich jetzt mal beteiligt hat. Unsere Milliardäre, 120, kennt man den einen oder anderen. Frau Klatten von BMW, die reichste Frau ist ein bisschen bekannt geworden. Sie versucht auch, die unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen, ja, hat auch viele soziale und kulturelle Projekte übernommen. Aber am schweigsamsten und am effektivsten vielleicht ist die Milliardärfamilie Reimann, deren Investment-Holding ja zufälligerweise auch hier in Luxemburg sitzt, JAB, und die aus Deutschland aber ausgewandert sind und in Wien leben und aber an zahlreichen Firmen beteiligt sind. Beckett Rankiser beispielsweise, den großen Chemie- und Konsumgüterkonzern, und Coty, das ist die Firma, die ganz viele Parfums hat, und im Kaffeebereich jetzt inzwischen so stark ist wie Nestlé mit zahlreichen Investitionen in Kaffeepulver, in Kaffees rund um Jacobs. Also auch 30-40%. Diese Firma ist so verschwiegen wie effizient und keiner kennt sie. Es gibt keine Bilder. Wenn die zu irgendwelchen Gesellschafterversammlungen reisen, dann immer in verschiedenen Hotels, ja. Die sind nie ein Interview gegeben, die hat nie einer angesprochen. Und das ist so der heimliche Wunsch, glaube ich, der deutschen Milliardäre auch so zu sein. Ja, weitere Fragen?
Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Sie haben jetzt sehr viel über amerikanische Schattenbanken gesprochen, wie Blackstone und BlackRock. Aber da habe ich mich gefragt, gibt es auch in Europa so ähnliche Konstrukte oder inwiefern sind die Amerikaner mit ihren Schattenbanken in Europa tätig? Ja, sie sind natürlich sehr tätig. Das Geschäft ist immer größer geworden. BlackRock expandiert auch hier in Deutschland. Deswegen auch die Aktivitäten mit Herrn Merz beispielsweise als Aufsichtsratschef. Blackstone und so weiter kaufen hier sehr stark Firmen auf und transportieren ihr Erfolgsmodell von den USA nach Europa. Klar, wir haben natürlich auch einige Vermögensverwaltungen, die interessant sind in Europa, ganz oben Amundi, die auch unter den ersten 10 sind, eine französische Vermögensverwaltung, die zu Crédit Agricole gehört und an der auch eine chinesische Staatsbank, die Agriculture Bank of China mit 2 oder 3% mit beteiligt ist. Hier gibt es auch eine strategische Allianz der beiden. Die ist sicherlich ganz, ganz interessant, was hier entstanden ist. Und man muss auch den ganzen Bereich Allianz nehmen natürlich, Allianz Global Investors, die auch hier oben mitspielen und zu denen ja PIMCO gehört, Asset Management Firma in Kalifornien, die mal die Firma war und viel Geld verdient hat mit Staatsanleihen, aber inzwischen aufgrund jetzt der Niedrigzinspolitik und Fehleinschätzung ein bisschen an Boden verloren hat. Aber die hier auch, wenn man das so weit fasst, auch als Schattenbanken, könnte man auch AGI, also Allianz Global Investors, nehmen. Besonders relevant ist das Thema in China, weil wir haben jetzt über den offiziellen Bankensektor gesprochen. Es gibt aber hier vieles auch im Dunkelfinanzierung, im inoffiziellen Bereich, viele Schattenbanken, die hier auch Investments vornehmen. Und die Verschuldung ist eben insgesamt enorm in China. Das Verhältnis Schulden zu Volkseinkommen liegt bei 260%. Und das ist schon ein Spitzenwert und keiner weiß so genau, welche Risiken da in dem Schattenbankenbereich in China noch liegt und inwieweit es der Regierung gelungen ist, das zu egalisieren, weil sie das als Gefahr wahrgenommen hat. Aber China ist eben ein nicht ganz offener Markt. Ich wollte noch kurz fragen, ob Sie etwas zur Bilderberg, zu was? Zu der Bilderberg-Familie sagen könnten oder das Treffen. Es gibt eine Bilderberg-Konferenz, ja. Ich glaube, es gibt ja so drei große Konstrukte, die in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden als wichtig für die Meinungsbildung. Das ist, glaube ich, alles rund um Goldman Sachs. Goldman Sachs hat so eine Funktion, weil man weiß, die sind sehr gut vernetzt beispielsweise. McKinsey ist ein bisschen das McKinsey-System mit ehemaligen und dann natürlich die berühmte Bilderberg-Konferenz, ja, wo einige der hier genannten auftauchen und diskutieren und reden. Ich glaube, das ist einer der informellen Kreise, in denen es Austausch gibt, der großen Akteure der Weltwirtschaft, so wie gesehen, so wie in Davos beispielsweise auch, bei der Weltwirtschaftskonferenz, wo man sich dann tagelang trifft in Hotels und in Hinterstuben und Dinge beredet und Einschätzungen gibt. Ja, ich glaube, das ist ein Tool sozusagen, das ist ein Moment, aber ich glaube, es wäre überschätzt, wenn man sagt, hier wird abgestimmt und die Mächtigen der Welt, ja, die diskutieren da über die Agenda und bestimmen, wie es jetzt kommt. Aber es ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Austausch und diese Weltwirtschaft ist ja in Wahrheit, wenn man das mal genau betrachtet, auf einen Kreis von Akteuren beschränkt, der nicht wahnsinnig groß ist. Weil Einzelne eben sehr viel
Einfluss haben, da sehr viel Geld dahinter ist. Ja? Und wenn sich mehrere so zusammentun und konferieren, dann ist das schon mit Wirkung verbunden. Und ich glaube, 1.000, 2.000 Akteure, die könnten schon, wenn sie wirklich zusammentreffen, die sind nicht bei Bilderberg-Konferenz, ist klar, aber die könnten da wirklich bestimmen, wo es lang geht. Das ist meines Erachtens nicht G20, sondern das wäre das Richtige. Und einige wenige, also wenn man mal nimmt, Larry Fink und Buffett und Schwarzman und die arabischen Staatsfonds und die Chinesen, bei China kann man ja letztlich den Finanzminister nehmen oder Xi Jinping sogar, weil das letztlich auf die ja ankommt. Die sind ja beides, sie sind Parteichef und es gibt keine andere Partei und sind Regierungschef und sonst gibt es keinen. Ja? Könnten eben auch sehr viel bestimmen und mitreden. Dann sind das eigentlich relativ wenige, die über immer mehr Kapital bestimmen und darüber reden können, in welche Richtung es geht. Wenn ich da gerade eine meiner Fragen anschließen darf, also zu den wirklich wichtigen Problemen der Welt gehört ja zum Beispiel die Zerstörung von Ökosystemen weltweit, das Thema Klimawandel und so weiter. Gibt es da eine Beziehung zu diesen Themen, die Sie benennen könnten? Ignorieren diese Investoren diese Themen oder gibt es welche, die tatsächlich sehr ernsthaft versuchen, auch diese Probleme zu lösen oder interessiert diese Fondsmanager diese Thematik nicht? Wie sieht das da aus? Weil Sie könnten ja de facto einen enormen Einfluss im positiven Sinne ausüben. Klar, nein, das gibt es. Ich habe ja über die Norweger gesprochen, das war ein positives Beispiel. Das sind sogenannte ESG-Kriterien, wo man genau nun schaut, wie verhält sich eine Firma nach Umweltgesichtspunkten, nach sozialen Gesichtspunkten, nach politischen Gesichtspunkten und hier ein klares Raster hat. Und ich glaube, dass bei immer mehr Gruppen in dem Kapitalsystem, die wirklich auch über viel Geld verfügen, diese Dimension wichtiger wird. Weil das ist schon erkannt, wenn wir etwas verändern wollen mit den Problemen in dieser Welt, dann muss das Kapital, das große Kapital, den Einfluss geltend machen. Und das ist eine Wirkung, die sehr stark von einzelnen Staatsfonds ausgeht, Pensionsfonds auch ausgeht und übergegriffen hat beispielsweise auf die Allianz und die auch einiges bewirkt. Also die beiden großen deutschen Energiekonzerne, E.ON und RWE, die waren gezwungen, sich aufzuspalten und das grüne Geschäft zu forcieren mit eigenen Einheiten nach der Spaltung, mit einer zweiten Einheit, um Kapital zu bekommen. Das haben die hinter der Hand einem erzählt, weil Norges Invest und andere und die Holländer und Allianz, die nicht ihnen das Geld entzogen haben, ja. 30% Kohle maximal. Und die hatten mehr. Und dann wurden sie ausgelistet, kein Kapital mehr bekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass man die ganze Organisationsstruktur geändert hat. Innogy, der grüne Teil von RWE, bekommt eben Geld. Und E.ON hat sich in Uniper, das ist die alte Welt, und E.ON neu ist nur grünes Geschäft, bis auf die Atomkraftwerke, die man übernehmen musste, hat sich so formiert und bekommt eben dann wieder das Kapital. Nur so ist man satisfaktionsfähig. Und das ist schon klar zu erkennen, eine Tendenz, die wahrscheinlich noch verstärkt werden muss. In Luxemburg auch von einem katarischen Investor, Private Equity Fonds Precision Capital, würden Sie das auch als einen von den großen Investoren bezeichnen, der An wen denken? George Nasra, Precision Capital, die in Luxemburg auch zwei Private Equity Beteiligungen haben, oder ist er jetzt nicht so auf Ihrem Radar? Wir haben uns ja hier mit den Großen, mit den ganz, ganz Wichtigen beschäftigt. Es gibt sicherlich da auch interessante Entwicklungen, der wird sicherlich auch in der Nische, ich kenne ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, ja. Aber das ist auch interessant. In Luxemburg läuft natürlich vieles zusammen, auch eine katarische Holding, die, wie Sie wissen, ja an wichtigen Privatbanken beteiligt ist, unter anderem Merck Fink in München und anderen.
Das muss man schon auch beachten. Aber wir mussten uns hier natürlich ein bisschen, er hat schon gesagt, es ist ja viel, 700 Seiten, dick, alles und sowas. Da schon ein bisschen haben wir uns schon beschränkt, sind trotzdem 700 Seiten geworden. Aber das soll so sein, dass man eben das auch nachschlagen kann, wenn man etwas über eine Finanzkategorie wissen will, über einen Mächtigen dieser Welt, dass man das auf einen Blick dann schnell bekommt. Aber ich nehme den Hinweis gerne auf und schau mal, was da, ob der auf den Radar muss. Es gibt bestimmt eine zweite Auflage irgendwann, nehme ich an. Und genau, dann ich kommt nehme auch an, dass das Geschäft auch sehr im Schwanken ist, sagen wir mal, was diese Vermögensverwalter angeht, dass man da auch durchaus immer wieder verändern muss. Wenn jetzt keine weitere Frage ist, würde ich sagen, wir bedanken uns sehr herzlich für diesen sehr lebendigen und trotzdem faktenreichen, interessanten, biografisch gespickten Vortrag. Wer es interessiert, es gibt das Buch natürlich auch bei uns zu kaufen für ca. 37 Euro. Ich habe den genauen Betrag nicht im Kopf. Vielleicht auch mit der Möglichkeit, es signieren zu lassen. Mir bleibt noch auf die nächsten zwei Ethika-Veranstaltungen hinzuweisen. Dieses Wochenende am Sonntag machen wir eine unserer Fahrradtouren zu einem sozialen Projekt von uns in Schrontweiler. Und am kommenden Dienstag ist die siebte Veranstaltung unserer Fortbildungsreihe Finance Citoyenne, wo wir über Komplementärwährungen den Herrn Hilbert aus Beckerich hören werden, der uns den Beki vorstellt. Vielen Dank für Ihren Besuch hier, und wenn es noch Sandwiches gibt, bitte bedienen Sie sich noch, es ist für jeden etwas da. Dankeschön.